Guten Morgen. Hier meldet sich wieder der Franzose aus Markt-Bisting, Louis-Pierre Laroche, am Morgen des 6. Juni 2020 mit ein kurzes Video mit dem Titel Erfolgreicher Nachhilfeunterricht? Fragezeichen. Grund dafür ist eine E-Mail, die ich am 22.05.2020 vom Gesundheitsministerium, Sozialministerium erhielt. Es ging um eine Anfrage, die ich gemacht hatte, und hier möchte ich nur die zwei ersten Zeilen vorlesen. Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihre Vorschläge zur Religionsausübung. Wir haben Ihr Anliegen hiermit zur Kenntnis genommen und werden es gegebenenfalls weiterleiten. Ich hatte am 19. Mai um 11 Uhr eine E-Mail geschickt. Oje, ich sehe, dass ich auch März geschrieben habe. Das ist falsch, ne? Das war falsch. Das habe ich am Dienstag, dem 19. Mai geschickt. Mit verschiedenen Fragen an das Ministerium. Mit dem Titel Anfrage und Kritik zur Interpretation der neuen Fassung der COVID-19-Lockerungsverordnung. Und darin geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, mit der Veröffentlichung der neuen Fassung der COVID-19-Lockerungsverordnung scheinen mir wie und viele religiös interessierte Menschen in Österreich gewisse Punkte bzw. der Verfassungskonformität der Verordnung teilweise geklärt worden zu sein. Jedoch ist die Interpretation der Texte nach wie vor und vor allem im Hinblick auf das Grundrecht der freien Religionsausübung unklar und womöglich auch nicht verfassungskonform. Dazu ergeben sich Fragen zur Interpretation des Textes, die ich unten gestellt habe, mit der Bitte um rechtsverbindliche und argumentierte Klärung. Die erste Frage, die ich gestellt habe, sind MNS und Abstand verpflichtend bei einer religiösen Veranstaltung in geschlossenen Räumlichkeiten? Und zwar, es gibt im Absatz 2, es gibt im Paragraph 2 Absatz 3 einen neuen Punkt in dieser Lockerungsverordnung, und mit diesem Punkt argumentiert man, dass MNS und Abstand während religiösen Veranstaltungen verpflichtend sind. Das ist hier Paragraph 2 Absatz 3. Absatz 1, Zeile 1 bis 3 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung anzuwenden. Weiters gibt es im Paragraph 10 genau die gleichen Bestimmungen für Veranstaltungen. Und meine Argumentation war hier, dass im Absatz 5 des Paragraph 10, Zeile 1a, die religiöse Veranstaltungen ausgenommen werden von den Bestimmungen des Paragraph 10 Absatz 1 bis 4. Somit gab es in dieser Lockerungsverordnung einen Widerspruch. Nun habe ich dann argumentiert ein bisschen und geschrieben, es gäbe, sollte Paragraph 2 gelten, es gäbe wieder eine Verletzung des Grundrechts aus freien Religionsausübung durch nicht verhältnismäßige Vorschriften und durch Diskriminierung. Warum ist mir das jetzt wichtig zu zeigen? Weil ein paar Tage später, am 27. Mai 2020, wurde wieder ein Text veröffentlicht, eine neue Verordnung mit Änderungen zur Lockerungsverordnung. Dieses Dokument kann man dann im Internet finden, das ist kein Problem. Hier haben Sie oben die Adresse. Und die erste Änderung in dieser Verordnung ist folgende. In Paragraph 2 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: Die Verpflichtung zum Tragen eines MNS, abdeckende mechanische Schutzvorrichtung, gilt nicht, während sich die Personen auf ihren Sitzplätzen oder gekennzeichneten Plätzen aufhalten.
Aha. Das ist genau der Paragraph, genau der Absatz, den ich kritisiert hatte. Und was hatte ich argumentiert? Ich hatte wie folgt argumentiert: Sollte der Paragraph 2 Absatz 2 doch gelten, so wären die Orten religiösen Veranstaltungen geschlossene Räumlichkeiten schlechter gestellt als Gastgewerbebetriebe, da für diese lockere MNS-Regeln gelten, die man eben Paragraph 6 Absatz 8 sowie Paragraph 6 Absatz 7 sehen kann. Und dann in Anlehnung an die Regelungen für Gastgewerbe hatte ich wie folgt vorgeschlagen: Vom erstmaligen Betreten von Einrichtungen zur Religionsausübung sowie von Orten, an deren die Religionsveranstaltungen und so weiter stattfinden, bis zum Einfinden des Steht- oder Sitzplatzes hat der Besucher gegenüber anderen, bla bla bla, einen Abstand und MNUs zu tragen. Das ist ungefähr, was jetzt gekommen ist. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes abdeckende mechanische Schutzvorrichtung gilt nicht, während sich die Personen auf ihren Sitzplätzen oder gekennzeichneten Plätzen aufhalten. Ich hatte auch eine zweite Frage gestellt betreffend Paragraph 11 Absatz 2a. Mit dem ersten Punkt, Anmerkung: Hier werden ausdrücklich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften und religiöse Bekenntnisgemeinschaften genannt. Nun, nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes gilt die Unterscheidung zwischen anerkannten und nicht anerkannten Religionsgesellschaften nicht mehr. Es geht zurück auf den Artikel 63 des Staatsvertrags von Saint-Germain. Diese Begrenzung scheint mir auch verfassungswidrig. Und was finde ich jetzt in der Änderung der Covid-19-Lockerungsverordnung vom 27. Mai? Schauen Sie mal genau. Änderung 16. In Paragraph 11 Absatz 2a entfällt die Wortfolge von anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und religiösen Bekenntnisgemeinschaften. Wow! Bin ich in meinem Nachhilfeunterricht doch erfolgreich gewesen? Das freut mich sehr. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal aus Mark Pisting. Dankeschön.